In der dritten Aufgabe ging es um komplexe Rechnungen. Da war ein Schaltbild gegeben, in dem zunächst erstmal ein Widerstand wichtig ist, der hieß R1. Und da war gegeben, dass über diesen Widerstand eine Spannung UR1 als periodische harmonische Zeitfunktion mit 15,36 Volt mal Sinus Omega T und mit einem Phasenwinkel von minus 74,86 Grad abfällt. So, diese Spannung kann man natürlich jetzt erstmal in einen Zeiger umwandeln, UR1, und sagen, okay, der Betrag sind halt die 15,36 Volt mal E hoch minus J 74,86 Grad. Und dann kann man das auch mal in Real- und Imaginärteil umwandeln. Und dann sind das 4,01 Volt und dann minus J, weil ja der Winkel hier oben auch negativ ist, 14,83 Volt. So, und wenn man jetzt eine Spannung über einem Widerstand hat, dann kann man hier natürlich auch den Strom ausrechnen. Ich schreibe jetzt mal hier dran I von T, aber was wir natürlich ausrechnen jetzt als Strom, ist ein Zeiger, in dem man halt rechnet die Spannung über den Widerstand durch den Widerstand selbst. Und der Widerstand hier sollten 10 Ohm sein. Und dann können wir das natürlich hier oben da relativ einfach einsetzen und das direkt im Kopf ausrechnen. Durch 10 heißt das Komma um eine Stelle verschieben. Volt durch Ohm ergibt Ampere und dann auch mal E hoch minus J und den gleichen Phasenwinkel 74,86 Grad. So, und dann ging das Schaltbild so ein bisschen weiter. Nämlich waren dazu in Reihe geschaltet noch ein Widerstand und eine Induktivität, und die sollten beide zusammen eine Spule ergeben, so dass das hier der Kupferwiderstand der Spule ist und dass das die eigentliche Induktivität der Spule ist. Und das Ganze wurde gespeist von einer Spannungsquelle. Die war auch als Zeitfunktion gegeben und das sollten einfach 100 Volt mal Sinus Omega T sein. Ja, so dass man diese Spannung UQ auch in einen Zeiger umwandeln kann und das halt einfach 100 Volt sind, mal E hoch J0. Das spare ich mir jetzt mal, das hinzuschreiben, mit einem Phasenwinkel von 0. So, und das, was jetzt eigentlich gesucht war, ist die Größe, wie groß ist dieser Widerstand und wie groß ist diese Induktivität dort. Und was man sich jetzt natürlich überlegen kann, ist, wenn wir diese Spannung hier haben und diese Spannung hier haben, dann können wir auch mal diese Spannung hier ausrechnen, die hier über dieser Spule abfällt. Und wenn man diese Spannung hat und den Strom hat, der hier fließt, weil das ist ja der gleiche Strom wie hier in der Reinschaltung, dann kann man natürlich die Impedanz ausrechnen von dieser Spule und der Realteil der Impedanz sollte dann der Widerstand sein und der Imaginärteil von der Impedanz sollte der Blindwiderstand hier sein und aus dem Blindwiderstand kann man auch die Induktivität ausrechnen. Also fangen wir mal so an und rechnen dann mal den Spannungsabfall über dieser Spule aus. Anhand des Maschensatzes sollte das die Quellspannung sein minus die Spannung, die schon über diesen Widerstand abfällt. Kann man das und das da oben direkt in einer Gleichung verheiraten und einsetzen, dann kommt man auf ungefähr 96 Volt plus J diese 16,83 Volt. Und das kann man natürlich auch wieder gut in Betrag und Phase umrechnen, sind das 97,12 Volt mal E hoch J 8,78 Grad. So, jetzt haben wir die Spannung über der Spule, den Strom haben wir gerade schon ausgerechnet. Jetzt kann man natürlich auch die Impedanz von der Spule ausrechnen. Das Z von der Spule wäre dann eben der Spannungsabfall über der Spule geteilt durch den Strom. Und das Z ist auch natürlich eine komplexe Impedanz, deswegen bekommt ihr auch einen Strich drunter. Ich spare mir jetzt die Werte hier einzusetzen und rechne mal direkt, schreibe mal direkt das Ergebnis hin. Das sind 63,23 und die Volt durch die Ampere ergeben natürlich wieder Ohm.
mal E hoch J mit einem Phasenwinkel von 83,6 Grad. Und diese komplexe Zahl als in Polarform mit Betrag und Phasenwinkel kann man natürlich auch wieder umrechnen in Realter und Imaginärter, in die kartesische Form, indem man eben Betrag mal Kosinus des Winkels kommt man auf 7 Ohm und Betrag mal den Sinus dieses Winkels kommt man auf J mal 62,84 Ohm. So, und jetzt können wir schon direkt sagen, das hier, das ist das RL, das ist der Kupferwiderstand und das hier ohne das J, das ist das XL. Also RL kann man schon mal lösen, kann man sagen, das sind 7 Ohm. Und jetzt geht es halt noch um die Induktivität. Das XL, was wir haben, ist ja Omega L. Jetzt braucht man halt einmal die Kreisfrequenz. Da war eine Frequenz angegeben von 50 Hertz, also rechnen wir 2 mal Pi mal die Frequenz mal 50 Hertz und kommen dann darauf, dass das 314 1 durch Sekunde sind oder Radiant pro Sekunde. Und damit kann man natürlich schlussendlich auch die Induktivität ausrechnen, indem man den Blindwiderstand, das XL, durch dieses Omega teilt. Das mache ich jetzt nochmal etwas ausführlicher. 62,84 Ohm durch die 314 1 durch Sekunde. Jetzt kann man mal kurz gucken, ob das mit den Einheiten passt. Ohm ist so viel wie Volt pro Ampere. Das Sekunde im Doppelbruch unten kann man nach oben hinschreiben. Dann kriegen wir Volt Sekunde pro Ampere raus oder Weber pro Ampere. Und das sind genau Henry. Das ist die Einheit, die man für die Induktivität haben will. Und dann kommt man hier auf 0,2 Henry bzw. 200 Millihenry. Also schon eine ganz ordentliche Induktivität, aber jetzt auch nicht übermäßig groß. So, und das war eigentlich der ganze Zauber, wie man sieht. Man braucht nichts mehr als ja, einen Maschensatz. Einen Knotensatz braucht man nicht wirklich, weil der Strom ist ja immer der gleiche. Und man braucht halt einmal das Ohmsche Gesetz im komplexen Impedanz ist Spannung durch Strom und das eben dann ja, an einer Reinschaltung eines Widerstandes, einer Induktivität, der Realteil der Impedanz dem Widerstand entspricht und der Imaginärteil halt dem Blindwiderstand und der Blindwiderstand Omega L ist. Mehr Formeln brauchte man nicht. Was ist dabei alles schiefgelaufen? Eine ganze Menge. Es gab eine ganze Menge Leute, die hier oben den Strom ausgerechnet haben, indem sie hier UQ eingesetzt haben und durch R1 geteilt haben, was natürlich Quatsch ist. Dann gab es eine ganze Menge Fehler bei der komplexen Rechnung, also beim Umwandeln von Betrag und Phase in Real- und Imaginärteil oder andersrum. Bei dieser Subtraktion von komplexen Zeigern ist auch ganz, ganz, ganz viel schiefgelaufen, dass man versucht hat, die Zeiger irgendwie so direkt in dieser Form, ich schreibe mal hier nochmal das E hoch 0 Grad hinter, also dass man versucht hat, das irgendwie direkt minus das zu rechnen und dann kam sowas wie 100 Volt minus diese 15,3, also 84, irgendwas Volt mal dieser Phasenwinkel raus. Na, aber die Subtraktion von komplexen Zeigern ist natürlich nur sinnvoll möglich, wenn man die als Real- und Imaginärteil vorliegen hat. Dann gab es auch eine ganze Menge Leute, die gedacht haben, warum heißt die Rechnung, warum heißt die Aufgabe komplexe Rechnung? Ich rechne mal einfach komplett ohne J und einfach alles nur mit reellen Zahlen, wird schon irgendwie passen, passt aber natürlich nicht, weil dann kommt man natürlich hier, also dann fehlen halt überall die Phasenwinkel und dann fehlt halt überall das J. Und wie will man das dann halt am Ende aufteilen in einen Realteil und in einen Imaginärteil? Und die meisten Fehler, die dann so auf dem ja doch gar nicht so komplizierten Rechenweg passiert sind, äußerten sich dann eben darin, dass am Ende Leute einen Widerstand rausbekommen haben, der auch mal negativ war oder der komplex war oder ein Blindwiderstand oder halt am Ende eben eine Induktivität, die irgendwie negativ war oder komplexwertig, was absolut natürlich keinen Sinn macht. So, und dann, da bin ich mir auch immer noch unsicher, was da schiefgelaufen ist, gab es ganz viele Leute, die versucht haben, als Ansatz sowas zu wählen wie RL ist Omega L. Aber warum sollte der Widerstand hier genauso groß sein wie der Blindwiderstand hier? Das geht aus der Aufgabenstellung überhaupt gar nicht hervor und ist auch nicht sinnvoll, dass das bei einer Spule so sein sollte.
Ja, und ansonsten ein typischer Fehler, der jetzt vielleicht nicht so viel an der Rechnung tut, aber das halt ganz viele Leute hingeschrieben hatten, hätten, dass das hier, ich mache mal das hier so vor, dass das hier UR1 von T wäre. Und das ist es natürlich nicht. Das ist ein Zeiger, der ist komplex, der hängt auch nicht von der Zeit ab. Und das hier ist die Zeitfunktion. Die ist nicht komplex und die hängt von der Zeit ab. Also wenn man hier schreibt UR1 von T, dann möchte dahinter bitte auch irgendwas stehen, was von T abhängt. Und das hängt nicht von T ab. Ja, und wenn wir einen kleinen Buchstaben schreiben, meinen wir damit eine Zeitfunktion. Und eine Zeitfunktion ist immer reell, die ist niemals komplex. Wenn man ein Oszilloskop nimmt und das an die Steckdose ranhängt, um da die Spannung zu messen, dann misst man da eine Spannung in Abhängigkeit der Zeit und die ist reell und die ist nicht komplex. Also Zeitfunktion und Zeiger ist nicht das gleiche. Wir meinen mit dem Zeiger das Transformierte einer Zeitfunktion. Ja, also das hängt schon zusammen, aber es ist mathematisch gesehen halt nicht das gleiche. So, und dann gab es noch ein paar Leute, die versucht haben, irgendwas mit umlaufenden Zeigern zu rechnen, was natürlich am Ende irgendwie funktioniert, aber die Sache auch nicht unbedingt einfach macht. Und dann gab es noch ein paar Leute, die versucht haben, hier in dieser Reihenschaltung was mit Spannungsteilerregel zu machen, was natürlich erstmal ein korrekter Ansatz ist, aber die Rechnung jetzt halt, weil man dann eben anfängt, da Riesenbrüche aufzumachen, auch nicht gerade vereinfacht. Also wenn man sich dabei nicht vertut, dann kommt man am Ende schon auf das richtige Ergebnis wieder für den Widerstand und für die Induktivität. Aber da muss man halt auch schon ganz geschickt rechnen können.